Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf unserem Kanal. Wir sind gerade in Leonberg am Bahnhof mit Ben und seinem Bro. Hallo? Hallo? Oh, hallo. Hi. Auf jeden Fall sind wir ja dieses Wochenende nach Stuttgart gefahren, wie ihr sicherlich mitbekommen habt. Also auf Instagram wahrscheinlich, ne? Wenn nicht, Instagram ist hier eingeblendet, könnt ihr jetzt mal folgen. Yay! Und ja, es ist ein erneuter Vlog hier auf diesem Kanal. Wir haben viel gemacht, also ich weiß nicht, vielleicht seht ihr schon was an meinem Gesicht. Es ist ein bisschen anders. Hier so ein bisschen. Aber das seht ihr dann nachher alles, das blende ich euch dann zwischendrin rein. Auf jeden Fall blende ich euch das nachher alles ein, erkläre ich das dann nochmal, was wir genau gemacht haben. Also wir, oder sollen wir es einfach jetzt machen und dann einblenden? Ja. Also wir haben beide uns die Zähne aufhellen lassen, nicht bleachen. Das ist ein Unterschied, weil bleachen ist was, was die Zähne angreift und die oberste Schicht abträgt. Zahnaufhellung ist quasi nur was, was auf einer relativ leichten chemischen Basis die Zähne einfach ein bisschen heller macht. Das ist ein Riesenunterschied, ganz wichtig. Und ich habe ein Aquafacial Gesichtsbehandlung gemacht. Das heißt, die Poren sind ein bisschen gereinigt worden und einfach alles ein bisschen frischer, damit ich mal wieder ein bisschen cooler aussehe. Also das war vor 2 Stunden, jetzt ist das halt alles gerade noch so gerötet und hier oben und die Pickel an sich gucken halt noch mehr raus, weil das halt alles so behandelt worden ist. Ja. Aber morgen wird schon viel besser aussehen. Genau, das Ganze haben wir bei H&N Academy for Beauty gemacht. Genau, ja, richtig cooler Laden. In Leonberg. Genau, in Leonberg. Und mega nette Leute auf jeden Fall. Ist einfach alles unten in der Beschreibung verlinkt. Ich würde sagen, wir blenden jetzt einfach mal die Aufnahmen ein, die wir gestern und vorgestern gemacht haben. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir in Stuttgart sind. Ne? Wie lange dauert denn der ganze Prozess? Also 45 Minuten. Echt? Also 3 mal 10 Minuten ist es jeweils, weil du hast immer so nach 10 Minuten. Also du kriegst diese Spange rein, dann diesen Aktivator und so ein spezielles Gel rein. Außen, was jetzt momentan ist, zum Beispiel die Kundin an der Nase hat, damit ihr es nachher beziehungsweise nachvollziehen könnt, ist wirklich was passiert. Weil wenn du jetzt natürlich kurz hinschaust und nachher nach einer Heimstunde vielleicht siehst du nur ganz wenig, aber so kann man es halt wirklich nachvollziehen. Zahnärzte arbeiten immer mit Peroxid. Das ist aber wiederum für den Zahnschmelz angreifen. Geht halt wirklich auf den Zahnbelag und allem und ist natürlich dementsprechend dieses Schmerzhafte von dem Ganzen. Deswegen haben viele Leute nach dem Zahnarzt immer dieses, wenn jetzt kalte Luft etc. kommt, und wirklich der Schmerzfaktor höher ist. Ist hier natürlich nicht der Fall. Und das ist natürlich der ganz große Vorteil bei dem Ganzen. Zähnchen, von der Dauer her, hier schön im Licht. Schön ins Licht mit den Zähnchen. So, damit wir auch nachher da den Unterschied sehen können. Das ist vorher. Ohne, was machst du? Ich weiß es nicht. Aktivator auftragen. Sieht aber gut aus. So, der Aktivator wird aufgetragen. Da geht schon lang dran. Das ist ja ekelhaft. Wie sieht denn das aus? Wie Zähne oder wie Lolli rein und raus schieben. Was sprühst du da drauf, Marianne? Aktivator. Aktivator. Genau. Ohne dem klappt es nicht. Versuch mal, deinen Mund ein bisschen zu schließen, bitte. Schließ, genau so. Perfekt. Geht's so? Lass ihn nicht lachen. Das ist echt sexy. Das tut dir weh sonst. Warte. Kannst du eine Kosmetiktüche bitte herlegen? Ja, bringe ich dir. Jetzt habe ich sie noch mehr verschmiert. So, Mund auf. Einbeißen. Genau. Na, Lippe. So, und jetzt schön lächeln bitte, Mone. Genau, so. Okay? Du kriegst jetzt eine Brille wegen dem Schutz von dem Licht. Space Girl. So. Super Girl. Wichtig ist. Das Anstrengende ist halt jetzt nur das Lächeln, okay? Ganz Witze, viele Witze erzählen, damit es nicht so wohl schwer hat. Du schaffst es. Das ist anstrengend bestimmt. Nächste Opfer? Ich bin bereit für den Kampf. Er weiß ja jetzt, was auf ihn zukommt. So, und jetzt tanzen.
Simone, ich habe gehört, du bist fertig. Ja. Oh, zeig mal. Wow, oh, das blendet voll. Also dafür, dass bei dir nicht so viel ging, finde ich, sieht man trotzdem den Unterschied. Guck mal auf dich. Ja. Also die zwei rausstehenden sind der Unterschied. Ja. Okay, das ist schon cool. Ja, da sieht man es dann. So waren sie, so sind sie. Das sind 2, 4, 6 Nuancen. Ja, das sieht man wirklich. Und nächstes Mal, wenn du wiederkommst, machen wir es nochmal. Dann kommst du zu der S1 hin und fertig. Ja? Live Reaction. Wow! Wie hell! What the fuck? Oh, krass. Hey, was geht ab? Wer ist denn der sexy Typ? So warst 6 du und 7 und dazwischen bist heftig, du. Okay? Aber ich hätte mich selber immer so irgendwo hier eingeschätzt. So. Ja, ich auch. Hier. Krass. Ich hab's dir sogar gezeigt. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ja? 2, 4, 6 und 7 Nuancen hast du. Krass. Ja, sie ist auch bei 4, ja, haben wir gesagt. 4 und du bei 5, also. Krass. Crazy, was alles möglich ist. So. So, das ist jetzt so ein reguläres Peeling, um die Pore zu öffnen. Das ist jetzt einfach nur das, der Reinigungsschaum, um die Haut erstmal vorzureinigen. Und dann kommt die erste Behandlung. Das ist jetzt die Milchsäure. Mhm. Die öffnet jetzt nur die Poren, die reinigt schon mal vor. Mhm. Wir haben ja gleichzeitig noch den Vakuum-Effekt. Mhm. Das heißt, wir ziehen das gleich auch wieder raus. Mhm. Wie ist es vom Gefühl? Alles gut? Ja. Vom Nasenbereich, das kitzelt so krass, ne? Ja. Und da kommt jetzt auch schon was raus, oder? Mhm. Ich habe auch oft Schüler, die sagen, nee, Füße mache ich nicht an. Mhm. Aber die zu uns kommen, das sind ja nicht die, die mit kranken Füßen, sondern... Also wir gehen jetzt hier mit dem Ionenlifting nochmal drüber. Damit können wir nämlich die ganzen Wirkstoffe besser in die Haut schleusen. Und es liftet dann auch nochmal ein bisschen. Trara! Und wer kommt hier raus? Die Mone. Okay, Mone. Okay, vielleicht nicht ganz. Boah, fühlt sich echt gut an. Also man ist schon auf jeden Fall gut entspannt danach. So, das ist jetzt das Endergebnis. Also ich finde, das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Gerade so hier in dem Bereich und hier oben so. Ja, sieht echt gut aus. Was sagst du, Schatz? Sieht man auf jeden Fall einen krassen Unterschied, ne? Ja, also ich werde jetzt hier gleich dann das Vorher- und das Nachherbild einblenden. Dann seht ihr den direkten Vergleich. Ja. Ist auf jeden Fall sehr gut geworden. Yeah! Angekommen in Stuttgart! Yay! Schatz! So, angekommen in Stuttgart. Vorne ist unsere Group. Wir haben noch ein paar mehr Members bekommen. Und jetzt gehen wir. Hi! Und jetzt gehen wir hier auf die Demo. Ihr könnt es schon sehen. Gegen Artikel 13. Ja, so ein, zwei Leute. Ja, ich wollte gerade sagen, das sieht schon echt viel aus. Also gut, gut, so muss es sein. Ne? Ja, und nach der Demo melden wir jetzt wieder, weil da müssen wir uns natürlich konzentrieren und mitmarschieren und skandieren. Und, yay. Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist der nächste Tag, wie man sieht. Wir haben gestern nicht mehr gevloggt und wir sind gerade brunchen, aber ich bin rausgegangen, weil da drin ist es irgendwie... Nicht laut, aber ich glaube, die Kamera nimmt es schon sehr laut auf. Gestern war sehr, sehr cool. Ich glaube, ich bin noch nie in meinem Leben so weit gelaufen, wirklich. Es war sehr, sehr anstrengend, aber auch sehr, sehr cool. Ich glaube, es waren fast 10.000 Menschen oder so da. Also es waren schon echt verdammt viele Leute. Wir haben auf jeden Fall hoffentlich etwas bewirkt. Hoffentlich. Und... Ja, wie gesagt, wir waren sehr, sehr, sehr kaputt gestern, deswegen haben wir nicht mehr gevloggt. Wir sind nach Hause gegangen, beziehungsweise wir haben uns fahren lassen mit dem Taxi, weil unsere Füße so wehgetan haben. Und ja, dann haben wir zu Hause noch was gegessen und sind wirklich früh schlafen gegangen. Ich glaube, um 10 oder um 10:30 lagen wir schon im Bett, weil es Cody sehr, sehr schlecht geht. Er hat sich, glaube ich, bei mir wieder angesteckt und ich war gesund, habe mich aber jetzt über Nacht, glaube ich, bei ihm wieder angesteckt. Ich weiß nicht, das ist irgendwie, wir werden, glaube ich, niemals wieder gesund werden. Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall erstmal brunchen, deswegen lasst es euch schmecken, während ihr zuguckt. Wow.
Ich sehe super fertig aus. Es liegt daran, dass ich gerade einkaufen war. Und wie man unschwer erkennen kann, sind wir wieder zu Hause. Hier ist der Einkauf drin. Und ja, das werde ich jetzt alles mal ausräumen, die Küche aufräumen, so. Unser ganzes Gepäck liegt da immer noch vom Wochenende in Stuttgart. Und ja, ich bin fix und fertig. Ich komme immer so schnell ins Schwitzen und außer Puste, sobald ich mich ein bisschen bewege. Aber ich werde das jetzt ausräumen, weil da sind ein paar Sachen, die gekühlt werden müssen. Und ja, dann räume ich noch was auf und dann zeige ich euch nachher mal, wie das hier aussieht, wenn ich aufgeräumt habe. Und oben muss ich auch noch aufräumen, ich muss noch was in den Keller bringen und am allerbesten noch Wäsche waschen. Aber ich schau mal. Ich habe nämlich heute nicht so viel Zeit, weil meine Eltern um 16 Uhr heute zu uns kommen. Die haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen und dann mache ich selbstgemachte Lasagne. Und ja, ich bin mal gespannt, ob das was wird, weil ich erzähle euch mal den Kreislauf unserer Kochgeschichte, ja. Ich habe mich nämlich, muss ich mal auf die Schulter klopfen, ich denke, ein wenig verbessert. Damals haben wir viele Fertiggerichte gegessen. Zum Beispiel, wenn es Lasagne gab, dann gab es diese Fertiglasagne, also schon in dieser Aluform. Wisst ihr, einfach nur noch in den Ofen, dann fertig. Dann habe ich mich gebessert auf selbstgemachte Lasagne, aber mit einer Fixtüte, aber trotzdem ja eigentlich selbstgemacht mit dem Lasagnenblättern und Hack am Braten und so, ne, ihr wisst, was ich meine. Jetzt aber möchte ich noch besser werden, weil mittlerweile koche ich ja gar nicht mehr mit diesen Fixtüten, sondern halt alles frisch. Und deswegen möchte ich jetzt Lasagne halt komplett selber machen, also die Nudeln halt nicht, aber die Soße und alles. Und ich möchte auch, was bei ganz vielen Rezepten der Fall ist, auch wenn man es selber macht, anstatt Bechamelsoße oder wie die heißt, einfach Creme Fraiche obendrauf. Das möchte ich nicht machen. Ich möchte heute tatsächlich versuchen, eine Bechamelsoße zu machen. Also wirklich eine komplett selbstgemachte Lasagne. Ich bin gespannt. Dann werde ich euch nachher einfach mal zeigen, was die Truppe zum Essen sagt. Und ja, einiges zu tun. Meine Eltern kommen, keine Uhr an, meine Eltern kommen um 16 Uhr und wir haben schon 12 Uhr, also beeile ich mich jetzt mal. Ich bin offiziell am Verzweifeln. Ich habe die untere Wohnung einmal komplett sauber gemacht und aufgeräumt. Ich kann euch das einmal zeigen. So sieht das jetzt aus. Ich bin gerade die Schränke am Aufräumen. Die zwei Sachen, die waren da unten drin, die kommen aber eigentlich im Vorratsraum. Genau, hier ist alles aufgeräumt. Das muss immer noch, das ist immer noch vom Geburtstag und von Silvester. Das muss zum Glascontainer. Wir sind aber zu faul, das wegzubringen. So, hier ist alles aufgeräumt. Hier, das steht da ja immer. Das ist unser Pappding. Und ja, die Pakete müssen zur Post. Aber ansonsten ist hier alles aufgeräumt und ja, ich habe schon auf den Tisch Kekse gestellt für meine Eltern, wenn die nachher kommen. Und ja, ich bin am Verzweifeln, kann ich euch genau sagen, weil ich glaube, bei diesem Punkt waren wir schon mal hier im Vlog, aber vor ein paar Monaten, dass ich mit den Schubladen einfach verzweifle. Ich weiß nicht, wo ich was hinräumen soll. Ich kann euch mal kurz zeigen. Hier oben sind ja unsere Gläser. Ich muss noch einen Messerblock kaufen, nicht wundern. Hier sind meine ganzen Backzutaten und so drinne. Das hätte ich gerne woanders. Weiß aber nicht, wohin damit. Ich bin gerade übrigens Brownies am Backen. Und ja, was ich aber gerne hätte, hier sind ja unsere ganzen Tupperdosen und sowas drin. Aber schaut mal, wie groß diese Schublade eigentlich ist. Ich finde, das ist voll Platzverschwendung. Und ich hätte hier oben eigentlich voll gerne die Sachen von da unten drin. Aber keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Und das hier gefällt mir auch nicht. Und ja, ich bin da verzweifelt. Ich hasse das. Ich würde so gerne einfach alles umräumen und anders machen, und aber irgendwie weiß ich dann doch nicht wie, deswegen bleibt es immer gleich. Aber ja, jetzt warte ich erstmal, dass die Brownies fertig sind und dann fange ich, denke ich, so um, wir haben jetzt um drei, denke ich, an mit der Lasagne, weil um 16 Uhr kommen ja meine Eltern und ich weiß nicht, wie lange das dauert, wenn ich alles selber mache, deswegen. Ich habe es hinbekommen. Also hier erstmal die fertigen Brownies, die riechen wieder so, so gut, aber ich glaube, ich bin zufrieden mit meiner Lasagne. Also sie ist noch nicht geschichtet und so, aber ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Und ich habe schon probiert, es schmeckt sehr, sehr lecker. Also alles ohne Fixtüte. Und das ist die Bechamelsoße. Und die habe ich auch schon probiert. Sehr, sehr lecker. So sieht es jetzt hier aus. Und
Ja, jetzt warte ich nur noch, dass meine Eltern schreiben, dass sie da sind. Ich glaube aber, sie haben sogar gerade... In 2 Minuten sind wir da. Okay, gut, dann gehe ich schnell runter, denen das Tiefgaragentor aufmachen, damit die in die Tiefgarage parken können. Genau, den Herd lasse ich hier auf 1. Dann kann nichts passieren. Genau, und dann schichte ich das jetzt gleich. Und dann essen wir auch schon in 40 Minuten. So lange muss es nämlich im Ofen bleiben. So, was geht ab? Ich weiß gar nicht, was Mona heute alles gevloggt hat, aber sie hat hier heute jetzt eine Maske drauf. Ich wollte noch kurz ein bisschen was zu der ganzen Sache jetzt am Samstag sagen. Also der Vlog wirkt wahrscheinlich etwas konfus hier, weil wir sind vor und zurückgesprungen und sowas alles. Aber vielen, vielen Dank für die coole Sache hier mit den strahlenden Zähnen und meiner Haut. Ihr könnt ja mal gerne selber bewerten, wie es jetzt so ist nach 2 Tagen. Also ich finde, es sieht deutlich besser aus. Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Das ist hier unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dankeschön auf jeden Fall nochmal an der Stelle. Und wir werden am Sonntag auf der Beauty-Messe sein. Dazu wird ein Video auf ihrem Kanal online kommen. Und da werden wir auch mit den beiden, also mit allen, da auch zusammen sein. Deswegen wird es auf jeden Fall cool. Könnt ihr dann auf jeden Fall abchecken bei ihr. Wird ein cooles Video. Ja, wird ein sehr, sehr cooles Video. Und ja, jetzt hat die Kamera nur noch 1%, deswegen passt's. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Vlog. Wir haben euch ganz alle lieb. Bis dahin. Tschüss. Mm-hmm.